Ja, hallo, meine Damen und Herren. Ich bin's nochmal, Jeremia. Und eins möchte ich mal in aller Deutlichkeit sagen. Ich bin nicht weinerlich. Ja, ich bringe auch in meinem Buch der Prophet Jeremia ziemlich häufig mal zum Ausdruck, dass ich leide. Aber in meinen Augen ist es ein Anzeichen von geistiger Gesundheit, wenn man den Schmerz rauslässt. Von wegen Zähne zusammenbeißen und durch. Israelit kennt keinen Schmerz. Das führt nur zu posttraumatischen Belastungsstörungen. Also ich finde, echte Männer sollten von echten Klageweibern mal das echte Klagen lernen. Da wäre ich ganz vorne mit dabei. Und zum Beweis, dass es mir ernst damit ist, präsentiere ich jetzt die Klagelieder Jeremias to go. Viel Spaß damit. Los geht's mit der Tochter Zion. Das wäre jetzt hier mal das personifizierte Jerusalem. Schon immer ziemlich Multikulti, aber sehr königlich und altehrwürdig. Oh Mann, ich bin so einsam und alleine, dass ich weine. Alle meine Freunde sind mir untreu. Keiner kommt mehr zu meiner Party. Früher hatten wir es immer so schön, aber jetzt machen sich meine Feinde über mich lustig. Hehehe. So wie ich muss keiner leiden. Mir geht's so schlecht. Und jetzt muss ich auch noch dieses Joch meiner Sünde tragen, das Gott für mich gemacht hat. Oh Gott, du hast echt die Kälte getreten und ich war die Weintraube. Och, guck. Jetzt streckt sie die Hände aus, aber keiner hilft ihr. Echt traurig. Aber Gott ist gerecht, denn ich habe ja nicht gehorcht. Also, Völker der Welt, schaut auf diese Stadt. Ach, ach, ach. In Klagelied Nummer 2 kommen jetzt noch andere dazu, nämlich zunächst mal Jakob als Personifikation von Israel. Hey, Gott hat meine Wohnungen vertilgt, ich bin obdachlos, ich bin meinen Feinden völlig ausgeliefert, ach Manno. Und dann als Teil von Israel die Tochter Juda, das Südkönigreich. Gott hat mir Jammer und Leid gebracht und sein eigenes Zelt zerwühlt. Und die Tochter Zion so, meine Mauern trauern und die Wälle fallen und hier, meine Ältesten gehen in Sack und Asche und werfen sich immer Staub auf den Kopf. Aua! Und meine Jungfrauen irren umher. Brot und Wein? Wo ist denn hier Brot und Wein? Aber fast am schlimmsten sind unsere Feinde. Hehehe. Geschafft. Die sind weg vom Fenster. Geil. Bitte Gott, sollen denn Frauen ihre eigenen Kinder essen? Boah, Propheten, Priester, Knaben, alte Jungfrauen, Jünglinge, am Tag des Zorns bleibt keiner übrig. Okay, jetzt bin ich nochmal dran. Ich bin halt ein Elendsmann. Gott hat mich ins Dunkle gehen lassen statt ins Licht, hat meine Knochen zerschlagen und meine Haut alt gemacht. Ich bräuchte dringend meine Creme mit Hyaluronsäure. Und wenn ich schreie, dann stopft er sich die Ohren zu. Anders kann ich es mir nicht erklären, wie schlecht es mir geht. Da kann man schon auch mal sagen, meine Hoffnung auf Gott ist hinüber. Aber ich weiß, ich lebe noch und das ist ja irgendwie auch schon Güte und Barmherzigkeit. Und irgendwie ist Geduld und auf das Beste hoffen auch cool. Ich meine, ich find's auch immer schräg, wenn die Leute meckern, weil sie die Konsequenzen von ihren Sünden zu spüren kriegen. Und eins muss ich sagen, als mich meine Feinde verfolgt haben, da habe ich zu dir gebetet und da hast du mir geholfen, Gott, und hast gesagt, fürchte dich nicht. Danke und mach meine Feinde fertig, gell Gott? Jetzt nochmal zu Zion. Mein Gold ist dunkel und hässlich geworden. Und meine Goldkinder sind Töpferware geworden. Och Gott, guck mal, der Kleine. Dem Säugling klebt die Zunge vor Durst am Gaumen. Und meine Fürsten, die waren so weiß wie Schnee, so rot wie Blut und häufig auch so blau wie Saphire. Und jetzt sind sie nur noch Haut und Knochen. Es ist so traurig. Wir werden hier alle noch zu Kannibalen. Und ständig schauen wir nach anderen Völkern, die uns auch nicht helfen können. Hehehe. Ja, du kannst dich freuen, Frau Nachbarin, Tochter Edom. Du kommst auch noch dran. Abschließend betet nochmal das ganze Volk, für das ich jetzt spreche. Guck mal Gott, wie es uns geht. Wir müssen sogar Wasser zum Trinken kaufen und Holz bezahlen. Und das alles, weil unsere Väter gesündigt haben, aber wir müssen es ausbaden. Unsere Haut ist vor Hunger schon ganz gegrillt, wie gesagt, Hyaluronsäure. Unsere Frauen sind vergewaltigt worden. Den Fürsten, alten, jünglichen Knaben geht's auch nicht besser. Unser Herz ist krank, unsere Augen sind trübe. Aber du bleibst Gott. Also, warum willst du uns völlig vergessen und verlassen? Bitte bring uns zurück. Und mit dieser direkten und ehrlichen Bitte enden die Klagelieder Jeremias. Vielen Dank. Oh!